Leben wir in einer Simulation? Heute beschäftigen wir uns mit dieser Frage und überraschenderweise gibt es dafür handfeste Anzeichen. Ich verspreche dir, nach diesem Video wirst du einen anderen Blick auf die sogenannte Realität haben. Und wenn du auch weiterhin spannende Videos aus Wissenschaft und Forschung und über die Mysterien der Menschheitsgeschichte sehen möchtest, dann abonniere doch meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Jetzt geht es aber los. Viel Spaß! DNA, die ein Computervirus enthält. Im Jahr 2017 bewies eine Forschergruppe an der Universität von Washington, dass sie einen bösartigen Computercode in physische DNA-Stränge einbetten können. Ihr Ziel war es zu zeigen, dass Computer, die bei der Gensequenzierung arbeiten, anfällig für Angriffe sind. Möglicherweise haben sie aber auch versehentlich enthüllt, dass das, was wir als biologische Realität wahrnehmen, in Wirklichkeit die ganze Zeit über ein Computercode war. Quarks mit Computercode. Der theoretische Physiker James Gates behauptet, er habe etwas identifiziert, was scheinbar ein Computercode ist, der in die Gleichungen der Stringtheorie eingebettet ist. Er sagt, er habe fehlerkorrigierende Codes gefunden, also die Art von Codes, die Webbrowser zum Funktionieren bringen. Seitdem fragt er sich, warum diese in der Gleichung über Quarks, Elektronen und Supersymmetrie zu finden sind. Warum hat unser Universum überhaupt Regeln? Der MIT-Kosmologe Max Tegmark führt die strengen physikalischen Gesetze unseres Universums als möglichen Beweis an, dass wir uns in einem Videospiel befinden. Wenn ich eine Figur in einem Computerspiel wäre, würde ich irgendwann auch entdecken, dass die Regeln völlig starr und mathematisch erscheinen. In dieser Theorie stellt die Lichtgeschwindigkeit, also die schnellste Geschwindigkeit, mit der sich Teilchen bewegen können, die Geschwindigkeitsgrenze für die Informationsübertragung innerhalb des Netzwerkes und unserer Simulation dar. Die habitable Zone. Die Erde existiert innerhalb der habitablen Zone, nahe genug an einem Stern, dass Treibhausgase Wärme einfangen können, um flüssiges Wasser zu halten, aber weit genug entfernt, dass der Planet nicht zu einem Gewächshaus wird. Dass wir an einem solchen perfekten Ort leben, ist ein Indizienbeweis für eine Simulation. Wenn unsere Designer wollten, dass wir Erfolg haben, dann macht es Sinn, dass sie uns in einer so angenehmen Umgebung platzieren würden. Geister und Aliens. Paranormale Ereignisse sind keine Geistererscheinungen oder außerirdische Begegnungen, sondern Störungen in der Simulation. Wie das Déjà-vu oder ein Glitch in der Matrix. So kompensieren diese Erscheinungen nur Rechenfehler innerhalb unserer Simulation. Wir sind bereits gut darin, Simulationen zu machen und wir werden noch besser. Im Jahr 2014 schloss das Harvard-Smithsonian Center für Astrophysik 8000 Computer an, um eine 350 Millionen Lichtjahre umfassende Simulation unseres Universums zu erstellen und es digital über 13 Milliarden Jahre altern zu lassen. Also gibt es bereits diese Art von Simulation. Stellt euch also vor, wozu eine viel weiter fortgeschrittene Zivilisation imstande sein könnte. Der Mandela-Effekt. Einige Leute behaupten, sich an die Fernsehberichterstattung über Nelson Mandelas Tod in den 1980er Jahren zu erinnern, obwohl er eigentlich 2013 starb. Der Mandela-Effekt ist daher angeblich ein Beweis dafür, dass derjenige, der für unsere Simulation verantwortlich ist, die Vergangenheit verändert. Ein weiteres Beispiel ist, dass sich Menschen an einen nicht existierenden Film aus den 1990er Jahren namens Shazam erinnern, in dem der Komiker Sindbad als Genie auftritt. Vermisste Aliens. Wir haben Milliarden dafür ausgegeben, Sonden durch den Weltraum zu schicken und hätten wahrscheinlich schon längst Beweise für Außerirdische finden müssen. Außerirdische wären wahrscheinlich technologisch weitaus fortschrittlicher als wir. Dass weder wir sie noch sie uns entdeckt haben, lässt vermuten, dass wir in einer Simulation leben, aus der sie herausgefunden haben. Oder vielleicht hat der Computer, in dem wir uns befinden, nur genug RAM, um jeweils eine planetarische Zivilisation zu simulieren. Elektronen, die sich nicht entscheiden können. Bei dem berühmten Doppelspaltexperiment der Physik werden Elektronen durch Schlitze in einer Kupferplatte auf einen lichtempfindlichen Schirm geschossen, wobei normalerweise ein Interferenzmuster entsteht, das auf wellenförmiges Verhalten hinweist. Wenn dasselbe Experiment jedoch unter Beobachtung durchgeführt wird, verhalten sich die Elektronen wie Teilchen und nicht wie Wellen und es gibt kein Interferenzmuster. Dies kann man als Anzeichen verstehen, dass unsere Simulation ihre Ressourcen schont und bestimmte Dinge nur dann wiedergibt, wenn sie weiß, dass wir sie betrachten. Erfahrungen. Erinnerst du dich an das Jahr 2015, als die Welt ausflippte, weil alle dasselbe Foto betrachteten und einige von uns ein blaues Kleid sahen, während andere ein goldenes Kleid sahen? Es verdeutlichte gut, dass jeder von uns in seiner eigenen Welt lebt, denn das,
was wir als Realität wahrnehmen, ist in Wirklichkeit zum Teil eine Simulation, die von unserem Gehirn unter Verwendung unserer früheren Erfahrungen erstellt wurde, um uns bei der Verarbeitung der Datenfragmente, die wir erhalten, zu helfen. Leben wir also wirklich in einer Simulation? Ganz unmöglich erscheint dies nicht. Was denkst du? Schreib mir deine Meinung in die Kommis. Du hast bestimmt auch eine ganz eigene Theorie und auf die bin ich echt gespannt. Na dann, bis gleich.